Herzlich willkommen, ich bin Silvia Meier und begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Frastanz aktuell. Ausblicke auf kommende Termine, Interessantes aus der Pfarr- und Marktgemeinde und vieles mehr erwartet Sie in unserer heutigen Sendung. Erstmals veranstalteten der Wintersportverein Fellengatter und der Skiclub Frastanz den beliebten Skibasar in der Turnhalle der Mittelschule. Viele Skifahrer und vor allem Familien mit Kindern deckten sich preiswert mit hochwertigen Wintersportartikeln ein. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unserer aktuellen Ausgabe von Dabei gsi. Ja, hallo, ich bin Jürgen Widerin. Wir sind da in der Mittelschule Frastanz und veranstalten der heurige Skibasar zusammen mit dem Wintersportverein Fellengatter und Skiclub Frastanz. Wir haben jetzt gerade die Annahme aller Sportartikel abgeschlossen und haben ca. 40 Paar Schuhe, 50 Paar Ski da, etliches in Erwachsenen- und Kinder-Skibekleidung. Und wir freuen uns eigentlich über einen regen Zulauf beim Verkauf, der jetzt im Anschluss ab 14:45 dann noch stattfindet. Selbstverständlich sagen wir auch gleich für eine Bewertung. Kaffee und Kuchen, Limo und ein kleines gibt es natürlich auch in der zweiten Hälfte von der Hauptschulhalle, Turnhalle da in Frastanz. Ich möchte mir somit für alle helfen. Es sind doch 20 Leute, die uns da jetzt bei der Annahme und beim Verkauf helfen, recht herzlich bedanken. Und ich freue mich auf ein erfolgreiches Abschluss mit dem Verkauf von der Veranstaltung. Dankeschön. Wir sind Ziegert und Skifahrer. Regen, Dunkelheit und kaltes Novemberwetter dienen oft als Ausrede, sich nicht körperlich aktiv zu betätigen. Ein Zeichen dagegen setzt derzeit der Bewegungstreff in Frastanz. Mit Stirnlampe und Reflektoren geht es auch bei Regen und Dunkelheit zum Laufen und Nordic Walking. Der Bewegungstreff in Frastanz findet bis Mitte Dezember jeden Mittwoch um 19 Uhr statt. Neue Teilnehmer sind jederzeit willkommen. Nun ein kurzer Ausblick auf kommende Termine. Zu einer neuen Folge von Kino vor Ort wird am Freitag, dem 18. November, ab 19.30 Uhr ins Haus Domino eingeladen. Der finnisch-estnische Film
Die Kinder des Fechters ist an eine wahre Geschichte angelehnt und bildet ein weiteres Highlight in der beliebten Filmreihe. Am Freitag, dem 18. November und Samstag, dem 19. November, findet erneut der Kreativmarkt in der Lebenshilfewerkstätte Frastanz statt. Wer sich für kunstvoll in Handarbeit gefertigte Produkte interessiert oder einfach ein schönes Weihnachtsgeschenk sucht, ist hier genau richtig. Wir sind nun am Ende unserer Terminübersicht angelangt. Jetzt wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Frastanz aktuell. Der Rampenverkauf der Brauerei Frastanzer erstrahlt seit kurzem in neuem Glanz. Etwa 450.000 Euro wurden investiert, um auf 100 Quadratmetern ein ganz neues Erlebnis zu schaffen. Nun gibt es nicht nur das Frastanzer Bier, sondern auch exklusives Craftbier anderer Marken und weitere Spezialitäten. Wir waren bei der Eröffnung des neuen Rampenverkaufs für Sie mit dabei. Grund zur Freude hatte die Brauerei Frastanzer vor kurzem bei der offiziellen Eröffnung des neuen Rampenverkaufs auf dem Brauereigelände. In den neuen Räumlichkeiten wird in Zukunft das komplette Sortiment der Brauerei präsentiert und kann dort natürlich auch erworben werden. Neben den eigenen Produkten finden nun auch eine Menge anderer Biere aus regionaler Erzeugung Platz und können verkostet und ebenfalls erworben werden. Der neue Rampenverkauf bietet den engagierten Mitarbeitern, aber auch den Kunden die entsprechende Atmosphäre, um die Braukunst ganz neu zu erleben. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung der Brauerei zur feierlichen Eröffnung bei strahlendem Sonnenschein. Vor 8 Jahren, als ich zur Brauerei Frastanz gekommen bin, habe ich gefragt, ja, kann man bei der Brauerei ein Bier kaufen? Hat es geheißen, nein, offiziell eigentlich nicht. Es gibt also eine Mitarbeiterliste, wo der eine oder andere, je nachdem woher er kommt, eine Kiste Bier kaufen kann und dann das Geld mehr oder weniger hinterm Tresen wandert. Und mir hat dann gesagt, das kann es eigentlich nicht sein. In der Brauerei muss man können ein Bier kaufen. Und ich kann mich ganz gut erinnern, da vorne beim Tor haben wir eine Bierbank aufgestellt, und so eine kleine Kasse, das ging jetzt heute auch nicht mehr mit der Registrierkassenverordnung, haben wir so eine kleine Kasse aufgestellt und Bier verkauft. Öffnungszeiten neu definiert, der Rudolf hat vorhin noch erzählt, der Braumeister, am Freitagnachmittag gezählte eine Kundschaft. Mit einer Kiste Bier. Und wenn man sich das heute anschaut, wie es da bei uns teilweise zugeht und wie die Leute das annehmen und das Bier direkt in der Brauerei holen, dann ist das eigentlich unglaublich und für uns ein wirklich ganz, ganz, ganz wichtiges Standbein für die Brauerei. Wo wir den direkten Kontakt haben mit euch als Kunden, wo ihr uns Rückmeldungen gebt, das ist gut, das ist weniger gut und da müssen wir was tun. Und das sind für uns ganz, ganz wichtige Informationen, die wir verschaffen können, mit denen wir was uns weiterentwickeln können. Und das wäre ohne diesen Rampenverkauf nicht möglich gewesen. Und das hat sich so brutal gut entwickelt, dass wir das eigentlich ganz, ganz kurzfristig höher, muss man sich mal vorstellen, höher im Frühling entschieden haben, dass wir gesagt haben, wir ziehen das jetzt durch. Wir reden mit allen Beteiligten. Herzlichen Dank da auch an die Gemeinde und an alle Behörden, die das ratzfatz bewilligt haben. Danke auch an alle Nachbarn, die das auch alle gut geheißen haben. Und jetzt, 5 Monate später, stehen wir da, es ist fix fertig gebaut. Ja, liebe Bierfreundinnen und Bierfreunde, da muss ich Ihnen viel dazu sagen. Wir wissen ja, was wir am Frastanz erwähnt. Es ist mehr als ein Genuss. Es ist also tatsächlich etwas, wo offensichtlich viele Leute zusammenbringt, mit freudigen Gesichtern.
Und das, glaube ich, ist ein Lob, ein Dank und eine Anerkennung wert. Und jetzt möchte ich also alle den Entscheidungsträger damit aussprechen. Nochmals alles Gute und mich freut es, dass man da so eine schöne Rampe verkauft hat. Dann kann ich auch ab und zu verfrascht der Feders, wie du gesehen hast, Stacher fahren und schauen, was du da alles ansteckst. Was mir noch wichtig ist zum Säger, ich würde sagen, wir haben alles, was wir da haben, was wir produzieren, ist wunderbar präsentiert. Falls ihr euch fragt, warum sind da fremde Biere präsentiert, wir sind der Meinung, es gibt so tolle Produkte auf dem Markt von so tollen kleinen Brauereien. Wir möchten das zeigen, das sind Produkte, die wir richtig cool finden. Denen möchte man helfen, darum haben wir deren Produkte auch mit in unser Sortiment aufgenommen. Keine Industrieware, nur Top-Ware von kleinen regionalen Brauereien aus der Region, aber auch aus anderen Ländern, die es der Wert sind zum Zorger, die es der Wert sind zum Unterglück bringen und die haben wir darum auch mit in dieses Sortiment aufgenommen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast den Menschen aufgetragen, sich dir die Untertan zu machen, und ihn mit Geist und Kraft ausgestattet. Wir bitten dich für diesen Betrieb. Segne die Frastanzer Brauerei und alle, die hier beschäftigt sind. Bewahre sie vor Schaden. Dein Geist walte an dieser Stätte gemeinsamer Arbeit, damit gegenseitige Achtung, Solidarität und verantwortungsbewusst zum Wohle aller vorwiegen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Rampenverkauf ist offiziell eröffnet. Bitte eintreten. Rampenverkauf ist eröffnet. Was sind die nächsten Schritte der erfolgreichen Brauerei? Wir sprachen mit Geschäftsführer Kurt Michelini. Ja, die Brauerei gibt es seit 1902 als Genossenschaft. Ist also gegründet worden von sehr umtriebigen Wirten, die sich damals zusammentun haben und diese Genossenschaft gegründet haben und gesehen haben, wir dann gemeinsam, da haben wir uns leichter beim Bierbrauer wie jeder für sich. Und diesen Gedanken hat man nach über 100 Jahren, war das doch mehr oder weniger geschlossen, neu aufgegriffen und haben gesehen, eigentlich möchten wir unsere Leute, unsere Fans, unsere Kunden mit im Betrieb haben und möchten denen die Möglichkeit geben, auch Miteigentümer der Brauerei Frastanz zu werden. Und wie wird man das? Indem man einen Beitrag von 500 Euro einmalig für einen Anteil bezahlt und wird dann Mitglied der Brauerei Frastanz, auch mit Sitz und Stimme in der Generalversammlung. Allerdings haben wir das limitiert bei maximal 1000 Mitgliedern und die sind bereits fast erreicht. Und da sind wir also sehr, sehr stolz drauf, dass uns das gelungen ist, so viele Mitglieder in so kurzer Zeit gewinnen zu können. Ergänzend dafür dazu vielleicht Säger und die meisten Fragen, die immer wieder zu diesem Thema kommen, wie viele Anteile kann man kaufen? Das sind maximal 10, also 1 bis 10 Anteile, das heißt entweder 500 Euro oder bis zu 5000 Euro kann man investieren, mehr nicht, weil wir den Besitz auch sehr breit gestreut haben möchten. Eine weitere Frage, die sehr häufig auftaucht, was tun wir denn mit so viel Geld? Die Brauerei Frastanz steht vor der größten Investition der Geschichte. Wir werden also 2017, 2018 ein neues Sudhaus bauen und diese Eigenkapitalspritze, wenn man so will, hilft natürlich auch sehr, diese Investition stemmen zu können. Das ist nicht ganz ohne für uns. Und das dritte und wichtigste für jeden Einzelnen, was habe ich davon, wenn ich da jetzt einen Anteil kaufe? Da möchte ich sagen, dass es vor allem eine ideologische Unterstützung ist, wo man sieht, wir unterstützen die Brauerei, aber selbstverständlich gibt es für einen Anteil auch einmal eine Karte für einen Bockbieranstich zum Beispiel. Allerdings ohne, nicht 10, für 10 Anteile, das wird sich auch nicht spielen.
Und es gibt diverse Ermäßigungen, vielleicht einmal bei Produktmustern. Man kann mitreden, man kriegt einmal etwas zum Verköstigen, man wird eingeladen für die Eröffnung vom Shop jetzt beispielsweise. Und solche Dinge, da möchte man die Eigentümer auch sehr stark mit einbinden. Eine Dividende im Sinne von einem Zinssatz, von einem fixen Zinssatz, gibt es sicher nicht. Die Brauerei Frastanzer freut sich, Sie als Kunde im neuen Rampenverkauf begrüßen zu dürfen. Ohne die Schneckerhüsler wäre der Fasching in Frastanz undenkbar. Zur Einläutung des Faschings am 11.11. stellen wir Ihnen den aktiven Verein einmal näher vor. Wir wünschen gute Unterhaltung. Ich darf euch als Obmann und musikalischer Leiter von der ersten Vorarlberger Guckermusik Schneckerhüsler Frastanz herzlich begrüßen. In der nächsten Minute möchte ich euch etwas über unseren Verein erzählen. Da sind wir jetzt gerade in unserem Probelokal zum Schminken. Wir gehen nachher auf einen Umzug. Die Schneckerhüsler sind am 3. März 1981 von ein paar fraschenden Frauen gegründet worden. Ohne die würde es uns heute nicht gehen. Unsere Saison fängt am ersten Montag im September an. Dort haben wir eine Probe, da hinten, immer am Montag vom 7:30 weg, etwa 1,5 bis 2 Stunden. Bei uns gibt es keine Leute, die ein Instrument gelernt haben. Das machen wir als vereinsintern. Und für mich liegt die Herausforderung darin, dass ich die Stücke so arrangiere, dass sie auch für jeden spielbar sind. Wir sind im Moment 47 aktive Mitglieder und wenn wir so auf einen Umzug gehen, wir sind ein sehr familiärer Verein, haben wir immer so 5 bis 10 Kinder dabei, sind immer alle herzlich willkommen, die mitkommen. Wir haben 17 Ehrenmitglieder, 34 passiv und unterstützende Mitglieder. Unsere Gruppe stellt sich zusammen aus 7 verschiedenen Sets, Trompete, Lyra, Posaune, Sousaphon, Schlagzeug, Woodblocks und Pauke. Bei uns steht der Spaß im Vordergrund, also schräge Töne sind auch mal herzlich willkommen. Wir haben alle 3 Jahre ein neues Kostüm. Das wird von einem Kostümausschuss kreiert. Im Moment haben wir die Sage der 3 Schwestern. Das schaut im Moment so aus, wie die 2. Also das sind die Farben, Rot, Grau, Schwarz, Gold. Auf dem Kostüm muss jeder irgendwo die Sage der 3 Schwestern schauen. Dann haben wir ein paar Vorgaben mit der Kapuze, Rock oder Hose. Und sonst kann eigentlich jeder selber das Kostüm gestalten, wenn er gerne will. In der Saison vom 11.11. bis zum Aschermittwoch haben wir zwischen 60 und 70 Aktivitäten. Da sind wir auf Weg bei Umzug, Bell, Faschingspartys und halt sonst so Festakte, wo man uns haben will. Die einzigen Voraussetzungen, die man haben muss, um zu uns dazukommen, sind Spaß am Fasching und Spaß am Musizieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn wir euer Interesse geweckt haben, schauen einfach auf unsere Homepage. Schneck, Schneck! Guck!
Für heute sind wir am Ende von Frastanz aktuell angelangt. Ihre Anregungen und Wünsche nehmen wir gern per E-Mail unter redaktion@dreischwestern.tv entgegen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind. Bis bald!
Musik.